Hey Lenny, Mensch! Ich wollte dich hier gerade so stehen sehen und du hast nichts zu tun. Kannst du mir eine Frage beantworten, oder? Na, ich warte eigentlich nur auf dich. Ich denke, kannst du sagen, ich warte, dann bist du mal zu mir kommst und fragen. Wenn du fragst ja immer. Ich frage immer. Ja, arbeiten brauche ich nicht zu machen, weil wenn ich was anfange, kommst du mit einer Frage zu. Ja, richtig, das ist richtig. Du, aber ich frage ja nicht für mich. Ich frage ja auch für unsere Fans. Weißt okay. Du? Weil, und jetzt ist es wieder soweit. Oh. Ich habe eine Frage. Aha. Eine Frage von jemandem, der heißt The Last Real German. Und der Last Real German stellt eine Frage an den Last Real Holländer. So, Lenny, hier die Frage von unserem YouTube-Freund. Der heißt The Last Real German. Der hat vor 4 Tagen folgende Frage gestellt. Ich möchte ein Solarpanel auf das GFK-Steuerhaus setzen. Dazu muss ich nun mal Löcher bohren für die Schrauben und Kabel. Wie bekomme ich die wieder wasserdicht? Vor allem die Kabeldurchführung bereitet mir dabei Sorgen. Silikon wird das wohl nicht dicht kriegen, oder? Schon mal vorab danke für eure Hilfe. Also für eure Hilfe ist gut, für deine Hilfe. Ich ja, das wollte ich auch so sagen. Ja. Man muss schon bei der Wahrheit bleiben. Genau. Alles klar. Gut. So, und ich dachte, dass nicht nur der letzte echte Deutsche die Frage hat, sondern vielleicht noch ein paar andere Leute, ein paar andere Bootsleute. Ich bohre mal so als übergeordnete Frage. Ich muss irgendwo ein Loch durchbohren durch Material, muss da ein Kabel durchführen. Wie mache ich das richtig? Dafür habe ich was. Muss ich dir aber zeigen. Ja, komm. Komm mit. Ja, zeig. Ah, jetzt kommst du in mein Heiligtum, ne? Das weißt du. Oh, ja, stimmt. Eigentlich darf man hier. Muss ich mich hier eintragen? Nee. Alles klar. Ich darf auch so rein. Sehr schön. Naja, nicht zu viel rumgucken. Oh, hier ist alles, was man braucht. So. Boah, hier, jetzt sind wir im Geheimen. Ey. In den geheimen Hallen. Du machst das genau richtig. Die Hände in der Tasse. Wieso? Achso, so bleibt ach, das auch. Ach, dass ich hier nichts mitnehme? Ja, genau. Alles klar. Behalte mir ein Auge, ja? Weil ich traue nicht. Mein Gott, alles, was man so braucht. Wahnsinn. Geil, so. Geil. Eigenes Lager ist Gold wert, oder? Ja, kostet auch richtig Geld, aber... Ja, oh ja, ja. Oh ja. Wenn man jetzt hier mal alles zusammenrechnet, da ist ein paar Mark, wa? Ja, ja. Ja, aber du, wir sind Servicefirma ja. Bei uns in Hafen natürlich. Du musst auch für viele Motoren musst du auch die nötigen Sachen wie Impeller, Ölen, Filters, ja. Musst du natürlich auch im Lager haben. Ja. Weil wann geht's kaputt? Im Wochenende. Richtig. Immer so. Genau. Aber du hast ja alles. Elektro sehe ich gerade, sicher. Ja, wir haben viel, wir haben nicht alles. Wir haben viel, aber wir haben nicht alles. Man kann auch nicht alles haben, ist unmöglich. Nee, aber viel. Aber wir versuchen immer, die Leute so gut wie möglich zu helfen. Aber das Ganze, um die auch in Auge zu behalten, bin ich natürlich komplett vergessen, was ich jetzt wollte. Kabelbinder anlegen. Das ist auch eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Hab ich. Du hast so viel. Du hast überhaupt kein Vertrauen in mich, wa? Nee, ich weiß schon irgendwie 2 Jahre lang. Mach mal wieder in der Hosentasse. Ja, okay. Wenn du hast ein Schiff, ich weiß, du kannst alles benutzen. Ja. So. Was war die Frage nochmal? Mal mit der Zunge holen. Was war die Frage nochmal? Die Frage, hast du wieder kein Gedächtnis? Pass auf, nee. Die Frage war. Er möchte ein Kabel durchführen durch ein GFK-Dach und muss da irgendwie Kabel durchführen. Genau. Wie macht man das am besten? Also natürlich muss man erstmal ein Loch bohren, ist klar. Also wie kriegt man das wieder wasserdicht, war die Frage. Ja, genau. Da gibt es unterschiedliche Sachen. Mhm. Ich habe eigentlich nur eine hier. Ja. Und das ist diese Teil. Aha. Guck, die montiert man auf dem Dach. Ja. Bohrt natürlich vorher erstmal ein Loch drin, wo das Kabel durchgeht. Ja. Und dann, wenn du da reinguckst, dann ist da eine Dichtung drin. Siehst du? Da ist eine schöne Dichtung drin. Darf ich die Hände aus der Tasche nehmen? Nee, die lässt du in der, weil sonst ist es weg. Ja. Ich traue dir nicht über den Weg, das weißt du. Ja. So, den schraubst du auf dein Dach. Ja. Machst natürlich ein bisschen Dichtung drunter. Ja. Kein Silikon, nie Silikon benutzt an Bord. Nie Silikon? Nee, dann... Ja, das Licht geht automatisch aus. Was jetzt passiert, Leute? Jetzt geht das Licht automatisch aus. Muss man zurück? Hat einer eine Taschenlampe? Geh mal zurück. Nein, wir brauchen keine Taschenlampe. Da kommt doch noch Licht durch. Ach so. Ja, pass auf. Muss man kurz zurücklaufen und dann geht es wieder an. Ist eine Bewegung mehr dazwischen. Jawohl. Da ist wieder. So. Er hat die Hände aus den Hosentaschen genommen, Lenny. Wirklich? Ja, zum Winken an deinem Dingsmesser da, an deinem Bewegungsmelder. Ja, ja. So. Ja. Na ja, gut. Okay, also, aber ich hab dich schon wieder drin.
Du siehst. Ja, nenne ich ja, das ja, ja, so. Ist klar. Okay. So. Und hast du eine warme Hände? Super. Geil. Jetzt nicht mal weg, da machen wir in der ja, Tasche, aber ja, gut. Ja. Ja. Den dreht man auf dem Deck, die schraubt man dann quasi fest, ja, bohrt hier ein Loch drin, mhm, durch den Deck durch, mhm, macht da den Kabel drin. Bevor man den Kabel reinsteckt, macht man natürlich erst diese Mutter drauf, mhm, und diese Kombi drauf so, mhm, und dann steckt man den Kabel drin. Aber soll ich dir das mal richtig zeigen? Jetzt kannst du mir mal richtig ja, zeigen. Ja, aber das ist doch Quatsch, was wir hier machen. Ja, außerdem, das entspannt mich auch, wenn ich die Tasche wieder aus der Hand, die Hände aus den Taschen nehme. Ist auch lieber, wenn du wieder rausgehst. Ja, hier, ist mir schon klar. Ich möchte auch gerne wieder bin ich die auch Hände entspannter, aus weißt du? Nein, ja, ja, aber nicht, bevor du da bist. Alles klar. Machen wir eben mal raus. Erst raus und dann die Hände raus. Ja, dann brauchst du auch, aber nimm ein Kabel mit, damit du das richtig zeigen kannst. Ja. Muss ich wieder 10-mal weg? Ja, habe ich doch so einen Mensch. Alles klar. So, also. Kannst du die Hände jetzt rausnehmen? Ich kann die Hände rausnehmen. Ah, die hast du schon. Habe ich schon. Ja, ja, okay. Jetzt kann ich wieder ja, agieren. So. So, okay, also. Jetzt stell dir mal vor, das ist das Dach hier. Ja. Und da haben wir jetzt ein Loch reingebohrt, wo den Kabel durchgeht. Ein Stahldach, ist das ein richtig schönes Stahldach? Das ist ein richtig schönes Stahldach. Ja. Aber okay, bei unserem YouTube-Freund ist es ein Kevlar. Ja. Kevlar, ne? Das ja, ist okay, egal, das kann jedes das Material sein. Genau. Kann Holz sein, kann GFK sein, egal, genau, was für ja, ein Material ist. So, jetzt habe ich das Ding auseinandergedreht so. Ja. Wie schon gesagt, das sind unterschiedliche. Du kannst das in alle Varianten bei unterschiedlichen Lieferanten kannst du den bekommen. Und unterschiedliche da, Durchmesser. Natürlich. Ja, genau. Und diese benutzen wir eigentlich am liebsten. Ja, das sind so Mittel. Ja, genau. Ja. Das dann macht man da hier macht man dann ein bisschen von dieser Dichtungsmittel drauf so. So, das spritzt man dann da so klar, drauf. Stellen wir uns jetzt mal vor. Machen wir jetzt nicht, wenn wir nicht machen das wir sauen nicht, weil hier. Dann muss ich das hier wegschmeißen. In welchen Farben gibt es das? Welchen nimmt man? Entsprechend zu der Oberfläche, die man da hat. Dann, wenn du ein weißes Dach hast. Würdest du nicht schwarz nehmen? Dann würde ich kein schwarz nehmen. Dann würdest du weiß nehmen. Gut, wir machen gut, mal weiter jetzt. Ja, ja, also wir nehmen weiß. Wir haben weiß genommen. Jetzt haben wir hier weiße grau, Dach, grau, grau, ja, ja, weiße Dach. Weißes Dach. Also wir machen das jetzt wir stellen uns ja, vor, es ist ein weißes ja, Dach. Dann alles haben wir Dach, den da so reingemacht. So. Jawohl. Wir haben die festgeschraubt. Ja. Das Festschrauben, macht es bitte nicht mit Schrauben aus dem Baumarkt, die verzinkt sind, aber mit Nerostahl. Ja. Das immer auf dem Schiff Nerostahl. Schrauben Edelstahlschrauben. Denn? Ja, Edelstahl. Die heißen in Deutschland Edelstahlschrauben. Wirklich? Er hat wieder recht. Also eine Edelstahlschraube nehmen. Edelstahlschrauben. Das ist aber jetzt ohne Quatsch wirklich wichtig. Ja? An Bord, am Schiff gibt es nur Edelstahlschrauben. Da sollte man eigentlich nur Edelstahl nehmen, ja. Ja, ja. Warum nicht? Weil es nicht rostet. Irre. Irre. Der Mann wird immer besser. Wird immer besser. Ich muss schon sagen. Ja. Gut, cool, also. Wir so, haben dann das haben wir den montiert. Hm? Er hat sein Solarhäschen montiert und hat dann den Kabel. Was hier so irgendwie kommt. Und jetzt denkst du natürlich, dass ich den Kabel vergessen habe. Richtig. Hey. Hast du natürlich nicht. Wie der Zufall will, hast du immer ein Kabel in der Tasche. Natürlich, mal, völlig das klar. Das ist natürlich ein normaler Kabel, aber das ist eine, es ja, geht ja um Prinzip. Ne? Das ist jetzt auch ein dickes, richtiges, fettes, ja, genau, dreiadriges. Das ist ein Kabel, die geht dann durch ein Dach. Ja. Hier durch. Ja. So. Dann machen wir diese Gummi drüber. Ja. So. Dann schließen wir das schön ein. So. Ja. Und jetzt kommt die Mutter drüber. Mhm. Und dann drehen wir es fest. Ja. Durch das Festdrehen presst er diese Gummi, die da drin ist, ja, auseinander. Ja. Dadurch ist er wasserdicht. Und dann ist unser YouTube-Freund sein Problem gelöst. Und das ist wirklich wasserdicht? Der ist wasserdicht, ja. Jetzt würde ich die Frage stellen. Finger weg, sonst ist er weg. Wenn ich die, also ich stelle jetzt die Frage. Ja, ja, stell mal die Frage. Geht doch mal mit dem Finger weg. Jetzt hast du hier so eine Edelstahlschraube. Wie doll muss ich die anschrauben, damit es wirklich dicht ist? Das ist jetzt eine spannende Frage. Naja, du kannst zwei Sachen machen. Du kannst es sehen. Du kannst, wenn du richtig reinguckst und du drehst es an, du merkst das auch am Widerstand. Ja. Guck, wenn du jetzt dein Kabel anziehen kannst, guck, die kann ich nicht mehr, guck, jetzt kann ich noch ein bisschen bewegen. Dann drehst du so doll an, ja, dass er nicht mehr bewegt. Dass du es nicht mehr rausziehst. Und dann ist es auch dicht. Dann ist es dicht. Ja. Was nimmt man am besten für ein Werkzeug, den entsprechenden Maulschlüssel hier dazu? Das ist vernünftig. Oder eine Rohr, die geht wieder los, eine Rohrpumpenzange. Damit ja, du musst dir natürlich vorstellen, du hast hier zwei kleine, drei kleine Schräubchen drin. Ja. Ja, wenn ich dann jetzt mit so einer Zange ankomme, hier, so, mit dieser, ja, erstmal beschädigt er dann und zweitens dreht er das Ding natürlich vom Dach. Ja. Quatsch. Ja. Muss nicht sein. Richtig. Ja. Ja. Das, dann muss man ein bisschen mit den Fingerspitzen, kennst du nicht, aber du musst ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Also es muss alles irgendwie so entsprechend, ja. Gibt es aber noch eine Frage? Gibt es die wichtigste Frage jetzt oder eine wichtige Frage? Was würdest du jetzt empfehlen? Die Schrauben, die hier, die drei Schrauben, die da durchkommen, mhm, sind das Spezialschrauben? Je nach, ja klar,
GFK. Nee, das KFK benutzt du, KFK benutzen natürlich normale Edelstahl-Holzschrauben. Jawohl. Das kannst du, buchst du ein kleines Loch drin. Die muss natürlich kleiner sein, dass das die Schraube ist. Dann und dann schraubst du wie Holz, schraubst du das und da die Schraube schneidet sich ins GFK. Wenn du Stahl hast, dann musst du Gewänder reinschneiden. Aha. Du buchst ein kleines Loch drin, das ist ein 4 mm. Ja. Buchst du mit einem Gewändeschneider, machst du 4 mm Gewänder drin und kannst du dann dein Schraubchen andrehen. Aha, ist klar. Was ich oft mache bei diesen Dingen, ich drehe überhaupt keine Schraube drin. Ah. Und diese Zeug ist auch ein Klebmittel. Aha. Und durch, dass du da keine Schrauben reindrehst und diese Fläche so groß ist, kannst du es verkleben. Ah, Trick. Weniger Arbeit. Hast du erstmal weniger Arbeit. Und weniger Beschädigung. Aber ich habe nur ein Loch statt vier Löcher. Genau. Zum Beispiel. Genau. Und die Klebe von heutzutage, die ist so gut. Und die Dichtungsmittel, dass du bekommst den auch nicht mehr los. Aha. Da musst du wirklich mit einem Schraubenzieher und mit einem dünnen Ding drunter, um das Ding wieder wegzuschneiden. Okay. Also das ist fest. Der ist bombenfest. Man nimmt das einfach weg hier. Mhm. So. Man klebt den mit dieser Kleber da drauf, macht ein Klebeband drüber. Ich kann dir das mal zeigen. Ja. Dann nimmt man ein Klebeband. Mach ein Klebeband dran, dann haben wir jetzt Gummi drunter gemacht, mach ein Klebeband drüber und lass das einfach trocken nächsten Tag. Aha. Dann zieht man der weg. So. Ja, genau. So, und dann ist der richtig fest. Dann ist der bombenfest. Aber die ist richtig fest. Ja. Das ist wirklich kein Quatsch. Mhm. Und dann kann man das wieder so machen. Und dann kann man das so wieder machen. Die Kabel, die kommen natürlich dann oben durch. Klar, logisch. So. Und dann wieder mit Augen mal, also mit Fingerspitzengefühl so festschrauben, dass ich natürlich nicht den Kleber da wegdrehe. Man kann es kontrollieren, durch die Kabel so zu bewegen. Wenn die Kabel schwer oder fast nicht mehr zu bewegen ist, so, dann ist es auch dicht. Dann ist es eigentlich dicht. Wunderbar. Okay. Und ansonsten, wenn es regnet, einfach mal gucken. Jo. Aber die entscheidende Frage ist, und jetzt ist, also es ging ja um das Thema wasserdicht. Ja. Und hier in dem konkreten Fall sind dann zwei Sachen, die das wasserdicht machen. Einmal dieser Durchlass selbst, der das mit dem Ring hier anzieht. Und dann natürlich aber unten der Fuß, der muss ja auch wasserdicht sein. Mhm. Und da kommen wir zum entscheidenden Zeug. Wir kriegen von denen kein Geld. Wir machen da jetzt keine Werbung für den Hersteller von dem Zeug. Aber das hier ist von Würth, klebt und dichtet, Bond and Seal heißt das Zeug. Das ist eine Klebemasse, also eine Dichtmasse, die aber gleichzeitig klebt. Ja, deshalb hat es auch Kleb und Dicht. Kleb und Dicht. Und dieses Zeug, und da gibt es auch noch einen anderen Hersteller, ein großer ist zum Beispiel Sikaflex, kennt jeder. Ja. Das macht das auch, klebt und dichtet auch. Das ist das Gleiche. Warum nur sowas und kein Haushalts- oder Badsilikon, was die Leute dann im Baumarkt kaufen können oder so? Silikon ist erstmal nicht geeignet für Boote. Mhm. Und zweitens ist Silikon das Problem, wenn das mal lackiert werden muss. Mhm. Silikon bleibt immer an Bord. Immer. Und die Lackierer, die sich das Schiff lackieren muss, die freut sich wirklich. Also für eine Badewanne und Duschen und zu Hause ist das alles okay. Aber nicht für Boote. Aber nicht für Boote. Ich sehe das auch manchmal, dass die Leute haben so undichte Fenster. Ja. Und dann ziehen sie nah drüber mit Silikon. Ja. Gottes Willen, Leute, macht das bloß nicht. Nein. Also klare Ansage, Silikon gehört nicht an Bord. Nee. Einfach gar nicht anfangen, machst du nicht falsch. Genau wie Holzschrauben, verzinkte Holzschrauben. Verzinkte Holzschrauben gehören nicht an Bord. Und sowas kann man nehmen, sowas muss man nehmen. Also wie gesagt, es gibt es nicht nur von Würth, aber ich habe damit selber schon gearbeitet. Ich kann nicht wirklich, also ich habe ja selber viel gelernt. Ich hatte ja schon. Ja? Weil wer warst denn der Lehrer? Ja, weil hier beim Holländer. Ja, der hat mir gezeigt, wie man. Ich hatte ein undichtes Fenster und jetzt kommt die Geschichte. Ich hatte ein undichtes Fenster und er sagt: Ja, komm, kein Problem, machen wir hier, dann machen wir damit. Hat er mir gezeigt, alles super, alles prima, wir machen das. Der nächste Regen kommt, was passiert? Es regnet wieder rein. Warum? Weil die Fuge nicht hundertprozentig war. Und weißt du, was wir falsch gemacht hatten? Wir falsch gemacht haben, es ist sowieso generell schon falsch, um Fenster mit Silikon oder mit Dichtungsmittel einzudichten. Warum? Weil da muss ein Band dazwischen, da muss ein Komprimierband dazwischen. Aber weil du geistig warst, um die Fenster rauszunehmen. Richtig. Ja.
Ja, klar. Da bleibt hier keine andere Möglichkeit über. Gut, also hättest du auch ein Klebeband drüber machen können. Das ist genau das Gleiche gewesen. Naja, pass auf, Klebeband habe ich ja probiert, hat nicht funktioniert. Dann haben wir es gemacht, dann hat es auch nicht funktioniert. Dann habe ich es nochmal alleine, da bin ich bis heute so stolz drauf, könnt ihr euch nicht vorstellen. Habe ich selber gemacht. Und weißt du, was der Knackpunkt war? Man muss die Fuge, also die Fuge am Fenster, die muss im Winkel von 45 Grad angesetzt sein, weil dann läuft, nur dann läuft das Wasser am Fenster weißt du runter, was? Über das Fenster runter. Weißt und dann du was, wir machen da mal ein anderes Video drüber. Ja? Ja. Das können wir auch nochmal machen. Ja. Aber jedenfalls habe ich es gemacht und ich bin ganz stolz, es war gut. Also ich bin, mit diesem Zeug habe ich das gemacht, mit so einem speziellen, mit so einem Fugi. Komm, kennst du Fugi? Komm, wir gehen jetzt nach Hause. Ja, du kennst ja, Fugi. Nee, wir gehen jetzt nach Hause. Ja gut, wir gehen nach Hause. Ja. I've been coming up hot for a minute.